Im Thema 2.2 widmen wir uns jetzt den Flowcharts. Wir haben vorhin schon besprochen im Thema 2.1, dass es zu Beginn dieses ganzen Modellierungstrends oder des Trends, Modelle zur Abbildung oder zur Dokumentation von Programmen zu verwenden, unterschiedliche Ansätze gab. Wir haben uns die Nassi-Schneidermann-Diagramme angesehen, die sehr nahe am eigentlichen Programmcode operieren, muss man sagen. Also die Strukturen sind da sehr direkt abbildbar. Allerdings sie aufgrund der starren Strukturen im Wesentlichen nur zur Dokumentation eignen. Wir haben uns die Jackson-Diagramme angesehen, die diesen Hierarchisierungs-, Dekompositions- und Abstraktionsgedanken ganz fundamental in die Notation eingebaut haben, sie dadurch sehr gut fürs Design eignen, aber nur sehr eingeschränkt intuitiv verständlich sind, weil die Notationselemente oder weil viel implizite Information in der Notation drinnen steckt, die man wissen muss, damit man es richtig interpretieren muss. Das dritte sind die Flowcharts. Die Flowcharts fokussieren ganz klar auf den Programmablauf, werden wir dann gleich sehen, und sind in ihrer Einfachheit, ja, relativ wenig Elemente, relativ unmittelbare Abbildung, die relativ intuitiv verständlich ist, sehr leicht zu verstehen, und das Einzige, was auch heute tatsächlich nach wie vor nicht nur in der Softwaremodellierung, sondern auch in der Modellierung von organisationalen Abläufen zum Einsatz kommt. Die Flowcharts oder auf Deutsch etwas sperrig die sogenannten, hier sehen wir es, Programmablaufpläne, 1966 von der DIN genormt. Die Programmablaufpläne haben im Wesentlichen nur, sagen wir, 3-4 Grundelemente, die man kennen muss, um das Teil auch gut lesen zu können. Es gibt dann noch ein paar weiterführende Elemente, die wir jetzt ganz kurz ansehen werden, aber im Wesentlichen, wie wir dann hier am Beispiel sehen, ist es relativ einfach lesbar. Schauen wir auf die Notationselemente vorab. Grundsätzlich gibt es sowas wie Operationen. Eine Operation ist ein Kästchen und eine Operation ist per Definition atomar, das heißt nicht weiter zerlegbar. Das ist im konkreten Fall beim Programmablaufplan also genau eine Anweisung. Kein Unterprogramm, eine Anweisung, die man nicht weiter zerlegen möchte. Wenn Flowcharts in der Organisationsmodellierung eingesetzt werden, wäre das ebenfalls eine Tätigkeit, die von üblicherweise einem Akteur am Stück durchgeführt werden kann, also die man nicht weiter zerlegen möchte an dieser Stelle, für den Anwendungsfall, für den man dann halt das Modell auch baut. Wenn man kennzeichnen möchte, dass das Verhalten, das man abbildet, nur ein bisschen komplex ist und das näher beschreiben möchte, dann kann man da dieses Element mit den zwei zusätzlichen vertikalen Strichen verwenden. Das ist das sogenannte Unterprogramm. Da würde man also definieren an einer anderen Stelle nochmal ein zweites Flowchart, einen zweiten Programmablaufplan, der beschreibt, was in diesem Unterprogramm passiert. Hier also wieder dieser Abstraktionsgedanke, dieser Dekompositionsgedanke, Abstraktion, Dekomposition drinnen, sodass ich also das Programm grundsätzlich einmal auf abstrakter Ebene beschreiben könnte und mit Unterprogrammen dann ins Detail gehen könnte. Also was beim Jackson-Diagramm per Design auf jeden Fall immer drinnen ist, ist es hier optional. Diese Kästchen müssen wir, ich hüpfe ein bisschen herum in der Notation, diese Kästchen müssen wir irgendwie verbinden, um kennzeichnen zu können, welche Aktivitäten folgen denn oder welche Operationen folgen denn aufeinander. Und dazu gibt es die Ablauflinien. Die Ablauflinie ist mal grundsätzlich nur ein Strich, der zwei Kästchen verbindet und kann, jetzt wieder laut Standard, üblicherweise wird es gemacht, kann laut Standard mit einer Pfeilspitze gekennzeichnet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist von oben nach unten oder von links nach rechts zu lesen. Ein Diagramm in unserem Kulturkreis so anzuordnen, dass es von oben nach unten bzw. von links nach rechts zu lesen ist, ist ohnehin vorteilhaft, gilt aber wirklich wieder nur für den Kulturkreis, wo Schrift verwendet wird, die von links nach rechts und von oben nach unten geschrieben wird. In anderen Regionen der Welt mag es vielleicht intuitiver sein, von rechts nach links zum Beispiel ein Diagramm aufzubauen. Aber
Ganz generell möglichst explizit modellieren, das heißt die Pfeilspitzen verwenden, um klar zu machen, okay, hier beginnt, also das ist die vorgelagerte Operation und das ist die nachgeordnete Operation. Wie gesagt, grundsätzlich optional, aber die Pfeilspitze auf jeden Fall verwenden. Jetzt haben wir gesagt, um den Programmablauf steuern zu können, um den Kontrollfluss abbilden zu können, ist ein wesentliches Element abbilden zu können, dass es Entscheidungen gibt, dass es entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Und das ist bei Flowcharts, und dieses Element wird uns immer wieder unterkommen, auch in moderneren Modellierungssprachen, ist die Verzweigung, das ist die Raute. Die Raute verwenden wir üblicherweise mit einem eingehenden Fluss, wir kommen von hier, und mit normalerweise dann zwei, wenn es komplexere Bedingungen werden, auch mehreren ausgehenden Flüssen, wo wir bei den Flüssen dazu notieren, unter welche Bedingung wir denn den jeweiligen Weg gehen. Dann gibt es noch ein paar weitere Notationselemente, die jetzt nicht mehr so relevant sind. Die ersten beiden, die wir hier sehen, da erkennen wir, wo das Ganze herkommt, nämlich aus einer Zeit, wo Rechner noch nicht wirklich selbstständig ein Programm ausführen konnten, sondern immer wieder menschliche Interaktion notwendig war. Zum Beispiel das manuelle Stellen von Registern oder von irgendwelchen Schaltern oder sowas wie einen Bandwechsel. Wenn das Speicherband, also was wie Festplatten oder SSD, hat es ja nicht gegeben. Das waren Magnetbänder. Wenn das Band voll war, dann war das zu wechseln und das hat man da explizit kennzeichnen können. Diese Elemente verwendet man heute nicht mehr. Was man durchaus noch verwendet, wenn es darum geht, das Verhalten von eines Softwareprogramms zu beschreiben, ist dieses Element, das Ein-Ausgabe-Element. Das ist ein Parallelogramm, also ein leicht schräg gestelltes Rechteck, ist eine Operation, die zu einer Ausgabe oder einer Eingabe, also einer Benutzerinteraktion führt. Wenn ich ein Flowchart dazu verwende, um Softwareverhalten zu beschreiben, habe ich üblicherweise hier an bestimmten Stellen automatisiert durchführbare Operationen und an bestimmten Stellen habe ich Nutzerinteraktion. Und die möchten wir explizit kennzeichnen und dafür verwenden wir dieses Parallelogramm. Die übrigen Elemente schauen wir uns jetzt dann am besten am Beispiel an. Einmal haben wir hier noch die Übergangsstelle, die hilft nur dabei, das Diagramm übersichtlicher zu machen. Statt dass man mit einer Linie quer über das Blatt irgendwo außen rundherum fährt, kann man diese Übergangsstelle an einem Punkt setzen, an einem anderen Punkt wieder das Gegenstück anbringen. Die werden gekennzeichnet und ich kann also dadurch vermeiden, dass Linien quer über das Blatt gehen. Semantisch noch wichtig ist vielleicht die Grenzstelle. Das ist ein Element, mit dem Ereignisse gekennzeichnet werden können. Heißt, ich kann damit kennzeichnen, wo beginnt denn mein Programm, wo endet denn mein Diagramm. Ereignisse, werden wir sehen, sind in der Organisationsmodellierung dann noch viel relevanter als in der Softwaremodellierung. Da werden das teilweise sehr exzessiv eingesetzt, um die Ablaufsteuerung durchzuführen. An dieser Stelle dienen es eher der Kennzeichnung von bestimmten Stellen im Programm, so dass man sie leichter orientieren kann. Ja, das war es im Wesentlichen an Notationselementen, die wir uns genau anschauen müssen. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Wir sehen hier grün gekennzeichnet genau das, was wir jetzt besprochen haben, also diese Grenzstellen, mit denen wir anzeigen, wo beginnt denn unser Programm und wo endet denn unser Programm, Start und Stop. Die grauen Kästchen wären jetzt Operationen, also atomare Aktivitäten, die das Programm ausführt. Eine Anweisung. Hier sind es Wertzuweisungen auf Variablen. Wir haben eine Variable i und auf diese Variable i wird der Wert 1 geschrieben. Und dann verfolgen wir im Wesentlichen den Kontrollfluss. Das heißt, wir folgen diesen Pfeilen und sehen, die erste Aktivität war i ist gleich 1 und dann wird i ausgegeben. Also wenn wir hier so schreiben, das war das erste, dann haben wir hier die zweite Aktivität. Dann kommt, also Ausgabe, steht, wir schreiben jetzt den Wert auf dem Bildschirm, jetzt steht ein 1 auf dem Bildschirm. Dann wird
geschaut, ist i jetzt gleich 39? Das ist an sich nur ein beliebiger Wert, aber wir prüfen eine Bedingung. Wir haben hier ein Verzweigungselement, das wir hier sehen konnten. In einem Verzweigungselement geben wir die zu prüfende Bedingung an und an den Kanten vermerken wir, unter welcher Bedingung, also erfüllt oder nicht erfüllt, wir den welchen Weg weitergehen. Im konkreten Fall sehen wir, also das wäre der dritte Schritt, der ausgeführt wird, im konkreten Fall sehen wir prüfen i ist gleich 39, wir sind vorher da gekommen, wir haben i auf 1 gesetzt, das heißt i ist sicher noch nicht 39, weil wir haben es auch nirgends verändert, das heißt wir werden hier weitergehen und kommen zu der Operation i ist gleich i plus 1, das heißt wir erhöhen den Wert von i um 1. Wir erhöhen den Wert von i auf 1, um 1, das heißt, das ist jetzt 2, und kommen dann wieder zu einer Verzweigung. Diese Verzweigung prüft jetzt, ist i kleiner gleich 100? Das heißt, ist der Wert von i weniger als 100? Wenn das der Fall ist, und das ist, weil er ist 2, dann springen wir hier herauf. Also das war der fünfte Schritt, und dann geht es hier nach oben weiter. Wär's denn schon 100, dann würde es den anderen Weg weitergehen und letztendlich das Programm beenden, weil dann kommen wir zu dem Stopppunkt. Wir springen aber da wieder hinauf und wir kommen, wenn wir da jetzt schauen, wieder zur Ausgabe von i. Das heißt, jetzt wird der Zweier ausgegeben werden. Also das ist jetzt nicht nur der zweite Schritt gewesen, sondern auch der sechste Schritt. Dann kommen wir wieder zu der Bedingungsprüfung. I ist 2, das heißt, es geht wieder weiter. Siebter Schritt, die Bedingung ist nach wie vor nicht erfüllt. Achter Schritt, neunter Schritt und so weiter. Ja, wir laufen da immer im Kreis. Was wir erkennen ist, hier wird mit Verzweigungen dieses Schleifenkonstrukt, das wir in Nassi-Schneidermann-Diagrammen ganz explizit drinnen hatten, dieses Weil, wird hier mit Verzweigungen nachgebildet. Eine klassische Verzweigung, die nur Alternativen abbildet, die läuft nach unten hin weiter. Eine Verzweigung, die wir verwenden, um eine Schleife abzubilden, die springt an einen vorangegangenen Punkt im Programmablauf. Also springt wieder irgendwo zurück, springt in dem Fall nach oben und führt Aktivitäten, die wir vorher schon einmal hatten, erneut aus. Ganz ein wichtiges Konstrukt, das werden wir in der Geschäftsprozessmodellierung immer wieder brauchen. Sowas wie Schleifenkonstrukte gibt es in der Geschäftsprozessmodellierung üblicherweise nicht, weil wir uns halt sehr stark an den Aktivitäten aufhängen und zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Entscheidung treffen, verwendet man dort den gleichen Mechanismus, um eine wiederholte Ausführung von Elementen abzubilden. Ja, wir werden dann sehen, in der BPMN gibt es dann schon wieder sowas wie eine Schleife, aber grundsätzlich, wenn man Abläufe abbildet und sich auf die Abläufe und die Aktivitäten konzentriert, dann ist eine wiederholte Ausführung immer durch eine Rückkopplung, durch ein Rückspringen auf einen früheren Zeitpunkt abzubilden. Also das merken, wie man sowas üblicherweise modelliert. Irgendwann, wir machen jetzt die ganzen Schleifen nicht durch, irgendwann wird dann i gleich 39 werden und dann werden wir diesen Weg weitergehen. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, setzen wir i auf 61. Das heißt, wir überspringen im Wesentlichen die Werte zwischen 39 und 61. Die werden dann auch nicht ausgegeben, weil wir springen da dann gleich wieder zurück, geben i aus, würden dann wieder prüfen, ist i 39, gehen dann nach unten weiter, erhöhen i wieder um 1, zählen jetzt also ab 61 weiter nach oben, bis wir bei 100 angelangt sind, und wenn wir bei 100 sind, dann beenden wir das Programm. So ist also ein Flowchart zu lesen. Die einzelnen Elemente, also die Blöcke, die geben an, was der Computer oder in der Organisationsmodellierung, was die jeweilige der organisationale Akteur, den man beschreibt, macht oder was in der Organisation durchgeführt wird. Die Rauten geben Entscheidungen an. Wenn die Raute nach unten weiter verzweigt, ist es einfach eine Abbildung von alternativen Wegen. Wenn die Raute irgendwohin zurückspringt, dann bildet man im Wesentlichen eine Schleife ab. Das heißt, eine wiederholte Ausführung von Aktivitäten. Wichtig ist, dass das Programm in diesem Fall oder dann auch der Prozess irgendwann terminiert, heißt es. Das heißt, irgendwann zu einem Ende kommt, sodass man nicht in einer Endlosschleife gefangen sein. Das, wo ich mich vorher gerade verschaut habe, was ich glaubt habe, dass wir da oben in einer Schleife gefangen bleiben und nie zu dem Stopp kommen können.
Das ist das, was wir eben unter Endlosschleife kennen, wo ein Programm dann nicht mehr aufhört. Das passiert, wenn man zum Beispiel eine Bedingung falsch formuliert. Gut, das waren im Wesentlichen schon die Flowcharts. Im Skriptum ist dann noch vielleicht dieses Element grundlegende Abbildungsprinzipien wichtig. Da ist nochmal erklärt, was ich jetzt alles versucht habe durchzugehen, was die einzelnen Elemente bedeuten und warum die im Kontext der Prozessmodellierung auch wichtig sind. Also da ist auch nochmal erklärt, wie die Verzweigung formuliert funktioniert und wie diese Programmablauflinien und die Operationen zusammenspielen. Das vielleicht einfach nochmal durchschauen. Was wir sehen, ist, dass relativ intuitiv verständlich ist, durch die Pfeilspitzen ganz klar ist, hier beginnt, hier endet, die einzelnen Elemente einzelne Aktivitäten oder Operationen darstellen und so letztendlich und quasi einen klaren Beginn und ein Ende hat durch die grünen Elemente an dieser Stelle und so letztendlich sehr zugänglich und ohne große Ausbildung verstanden werden kann, welcher Ablauf denn hier abgebildet ist. Im konkreten Fall muss man immer nur wissen, dass i eine Variable ist und dass da ein Wert zugewiesen wird. Das ist Software oder Programmier, sind Programmierkenntnisse, die vorausgesetzt werden. Da könnten ja aber auch einfach nur Aktivitätsbeschreibungen drinnen stehen, was üblicherweise der Fall ist, wenn wir es in der Organisationsmodellierung einsetzen. Und dann ist relativ klar, wie das ganze Teil zu verstehen oder zu lesen und zu verstehen ist. Wir steigen jetzt dann auf die moderneren Ansätze um, schauen uns als Weiterentwicklung der Flowcharts Aktivitätsdiagramme an und werden sehen, dass da zwar die Grundelemente nach wie vor vorhanden sind, wir aber dann noch andere Konstrukte dazu bekommen, die uns erlauben, Verantwortlichkeiten und parallele Abläufe abzubilden.